Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Entspannt. Das Projekt mit dem dümmsten Namen, aber der entspanntesten Atmosphäre. Oh, die letzte Folge haben wir sehr, sehr nicht ganz frustrationsfrei uns hier einen ganz kleinen Stall geschaffen. Mit mittlerweile 3 Schafen, also mit 2 Stammschafen und 2 Stammkühen, die jetzt beide schon ihr erstes Kind zur Welt gebracht haben. Sprich, ja, also wir haben bald wir haben keine Probleme mit dem Essen und wir haben keine Probleme, was Wolle zum Beispiel angeht. So. Und wenn wir Glück haben, kommen hier noch okay, kein einziges Huhn. Ja, wir müssen, bevor hier das Ordnungsamt oder die Tierschützer kommen, kümmern wir uns natürlich schon noch drum, dass die einen größeren Stall bekommen und auch artengetrennt leben dürfen. Aber mir ist gerade erstmal wichtiger, dass es funktioniert. Und dann kann ich es auch ausbauen. Wir haben außerdem sowieso mehr als genug zu tun. Wollt ihr noch irgendwas? Ne, ihr wollt nichts. Ihr seid alle satt. Eigentlich habe ich ja auch vor, also vom nahrungstechnisch würde ich eigentlich gerne auch nur von Pflanzen hier leben. Am liebsten eigentlich von Kartoffeln, weil das lässt sich irgendwie am einfachsten automatisieren. Das auch in großem Stil. Aber warte mal, ich kann erstmal das hier nehmen und dann baue ich mir noch. Weiß ich nicht, ob ich jetzt erstmal einfach nur den hier. Kommt jetzt das rein. Mache ich den hier. Da kommt das rein. So. Für mehr habe ich gerade keinen. Keine Kapazitäten, was weiß ich. So, die 7 Redstone und die 7 Eisen, die muss ich dann. Da muss ich hier irgendwas noch für craften? Nö. Kann ich schon bereitlegen. So. Die 7 müssen durchkommen, dann habe ich eigentlich keine Stromprobleme mehr. Kann doch. Ja, das ganze Glas mit. Ja, gesehen davon, dass ich jetzt nicht mehr rauskomme, ist es ganz gut. Ich kann auch mit Stämmen arbeiten, das sieht doch dann bestimmt ganz gut aus. Ach komm. Zehn Saplings reichen, den Seed kann ich nicht, schade. Dann kann ich das noch einen geraden Stack draus machen, so. Komm schon, nur noch das muss durchkommen. Okay, jetzt dürfte ich erstmal. Ich baue es erstmal fertig. Nein, geht nicht, weil
an der Gott sei Dank, der Pulverizer ist noch voll mit Strom. Genau 3. Leute. Endlich. Wir haben Strom. Das ist das Geräusch, was Strom macht. Naja, nicht direkt, aber... Oh, ich glaube, ihr versteht mich. Nein. 17.11 pro Tick. Ach, dann muss ich hier nochmal kaputt machen. Immer noch 17. Okay, das heißt, das Glas, das funktioniert tatsächlich so wie gedacht. So, das heißt, wir haben jetzt endlich Strom. Ohne den Heat Generator verwenden zu müssen. Ihr wisst gar nicht, wie glücklich mich das gerade macht. Wir haben erstmal überhaupt keine Probleme. Stromtechnisch. Also schon, aber wir müssen vielleicht mal ab und zu ein bisschen warten. Oh, aber wir können erstmal wirklich Technik betreiben, ohne groß welches Holz jetzt zwingend verwenden zu müssen, um das Ganze zu betreiben. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch machen soll. Ich bin jetzt eigentlich schon sehr... Warte, ich kann mal ein paar Stencils drucken. So, das brauchen wir. Axe brauchen wir. Schwert und Cleaver ist auch nicht schlecht. Two-Rod, Tough-Rod, Binding... Tough Rod, Tool Rod Binding, dann brauchen wir noch Heavy Binding, den Guard, das Ding hier für den Cleaver, vielleicht noch für den Hammer das, so. Hä? So. Das kann hier bleiben, das heißt, ich kann jetzt auch, genau, ich kann jetzt wenn ich möchte, aber das bringt mir eigentlich noch nicht viel, weil das absoluter Schrott ist. Bräuchte ich erstmal die Smeltery, wenn ich das tatsächlich, also wenn ich richtig Tools mit Tinker's Construct machen will, dann brauche ich eigentlich die Smeltery zuerst. Ah, jetzt weiß ich, warum der leise geworden ist. Genau, der produziert erstmal so viel, dass er voll ist. Deshalb war er an und ist dann ausgegangen. Sieht kacke aus. Vielleicht finde ich da noch eine bessere Lösung.
Gibt es nicht noch irgendwie sowas wie Clear Glass? Quite Clear Glass? Clear Glass. Ah, dafür muss ich Glas. Ach so, so funktioniert das. Oh, das würde ich aber gerne haben. Ja, okay, nee, dann kann ich erstmal nicht. Painted White, warum Painted White? Ich glaube nicht. Kenta, Yellow, Lime, Pink, Gray. Ich will Clear Glass haben. Für diese Front. Diese Scheiben. Für diese Fensterfront. Ach man. Muss das erstmal herhalten. Ach. Und genau in dem Moment, in dem sich hier so ein Zombie erbarmt. So ein Baby-Zombie erbarmt, mich angreifen zu wollen. Genau in dem Moment werde ich fertig. Ist das nicht... wunderschön. Ach, guck an. Ja. Oh, cool. Geht doch. Oh, yeah. Oh, Ausnahmesession, das ist jetzt die 6. Folge. Ich aber keine Lust habe vorher. Ja, aber das wird jetzt, glaube ich, erstmal die letzte sein. Die letzte Folge, die ich erstmal in dieser Session zumindest produziere. Okay, das heißt, ich glaube, ich baue jetzt noch das Dings hier aus. Was soll ich es quasi als Mischlingsgehege lassen? Ich meine, warum nicht? Gut, nee, ich das eigentlich schon trennen. Ist das Leash? Nee, wie heißt das? Led. Oder Lead oder was weiß ich. Weil Led ist ja eigentlich eher das Blei. Na gut. Das heißt, ich muss ein paar Spinnen töten. Crusher, Hammer, Pulver. Ah, ich kann eine Wolle pulverisen, okay. Oh. Kleiner Schlawiner, grüner Schlingel. Wunderbar. Und ich kann mich demnächst auch drum kümmern, mal meine ganzen Dings durchzupulverisen. Sieht doch schon schöner aus hier.
kann ich, warte mal, ich muss jetzt, das wird jetzt eine Aktion. Ah ne, genau, ich kann. Mal gucken, kriege ich aus einer Wolle, dürfte ich, doch, aus einer dürfte ich 4 kriegen. Das war falsch. Wieder 4 oder 2. Aber eigentlich aus 4 Strings kriegt man eine Wolle, also müsste es ja auch umgekehrt. Ja. White Pigment brauche ich nicht. Ja, genau. Und da ich Schleimbälle auch habe. Okay. Jetzt muss ich nur noch. Ah, wer hätte es gedacht? Ich brauche Holz. Ach komm. Finde ich nicht gut. Aber. Genau, und der Grund, warum ich auch hier so die eher so eine Casual-Serie mache, ist ja zum einen schon eben, dass ich nicht mehr mit der Erwartungshaltung rangehe, hier mit YouTube groß zu werden. Klar, mein Ziel ist schon, eine Community aufzubauen und neue Freunde zu finden, ein bisschen Spaß zu haben. Also Geld verdienen eigentlich nicht. Ein anderer Grund ist auch, weil ich habe generell einiges an Stress eigentlich um die Ohren. Ich bin eigentlich in der Lage, da habe ich mehr als genug Zeit für. Ich müsste mich halt nur hinsetzen. Zum Beispiel auch irgendwelche Rainbow Six Siege Compilations weiterzumachen. Hätte ich eigentlich genügend Zeit für, aber irgendwie bin ich halt so gestresst, dass ich da teilweise einfach nicht die Nerven habe, mich hinzusetzen. Also liegt eigentlich alles größtenteils so an der Schule und so, dass halt, naja. War jetzt gerade Klausurenphase und generell 11. Klasse, das zählt halt schon alles bis fürs Abitur mit und ich will Abitur machen und wenn es geht auch ein gutes und da habe ich dann halt auch mir selbst ein bisschen Leistungsdruck mache ich mir und naja, mal sehen. Jedenfalls, ich zocke zwar, aber ich sage halt, ich habe keine Zeit so für die ganzen Videos, weil irgendwie ich zocke zwar, aber ich mache halt, ich könnte statt zu zocken die Videos machen. Das heißt, ich habe eigentlich Zeit. Ich müsste einfach nur mal eine halbe Stunde weniger zocken, dann kann ich auch ein Video machen. Aber das mache ich halt irgendwie nie. Und da liegt halt der Fehler. Verdammt. So, ich glaube, ich baue jetzt die Farm mal ein bisschen effektiver auf. Guck mal hier hinten, so. Ich glaube, 3 in jede Richtung dürfte fehlerfrei funktionieren. So. So. Das ist jetzt die Farm. Ich sag jetzt schon mal, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abonnement da und ein Like, dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen, wenn es euch gefallen hat und gerne auch das Video teilen mit euren Freunden.
Denn ich glaube, in den nächsten Folgen wird es hier ganz schön abgehen, du. Denn ja, mit Strom, wir haben Tiere. Ich werde mich in der nächsten Folge um den Stall kümmern, dass ich da was ausbaue. Und die Tiere halt erstmal trenne und weiter züchte und also halb in den Berg eigentlich den Stall reinbaue. Dann auch einen relativ großen versuche ich zu machen, damit ich auch viele Tiere dort unterbringen kann. Und ja, es wird auf jeden Fall ganz gut weitergehen hier. Also auf jeden Fall abonnieren und dann demnächst wieder vorbeischauen. Wenn es dann wieder heißt, willkommen zu Minecraft entspannt. Da ich jetzt auch erstmal Pause mache mit der Aufnahmesession hier. Also ich werde jetzt nach der Aufnahme noch ordentlich Holz farmen gehen. Also wirklich richtig viel Holz, damit ich da mal weniger Probleme habe. Und das nicht immer in der Folge machen muss. Aber sonst werde ich wahrscheinlich nicht viel mehr machen. Und gut, ich werde den Stall noch ausbauen und erstmal die Tiere trennen. Aber ansonsten dann eben nur noch ein bisschen Holz farmen gehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde sagen, haut rein, habt einen schönen Tag, eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Und ciao.